Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe unter einem älteren Tenpen eben einen Kommentar gefunden, wo es geheißen hat, ich soll doch bitte mal wieder einen Tenpen machen. Es gibt Gründe, warum ich die Tenpens nicht gemacht habe. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, Dinge, die ich kaufe, auch aufzubrauchen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit vermitteln möchte. Jetzt gab es aber in der letzten Zeit schon das ein oder andere Produkt, das zum einen nach hinten gerutscht ist, zum anderen habe ich halt gerade momentan wieder mal keinen Platz. Also muss ich so ein bisschen auch den Fokus auf die Produkte setzen, die ich halt nicht nutzen möchte oder die mir schwerfallen oder die ich noch leer machen sollte. Und das ist auch so ein bisschen das Ding hinter Tenpen. Ich kann euch keine Produkte zeigen, die ich eh benutze, die ich regelmäßig benutze oder die ich gut finde. Durch das, dass ich mich eben mit Skincare beschäftige, packe ich halt den Fokus auch so für mich hin, dass ich halt eben Dinge kaufe, die ich auch benutzen kann und nicht irgendwie, die ich nur anhäufe. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem ersten Produkt. Isanamed Akutpflegeserum. Nicht falsch verstehen, ich liebe das Produkt. Das funktioniert für mich sehr gut, aber es ist halt, wie sage ich, so ein ganz schöner Knüppel, 100 Milliliter. Und ich habe halt zwei Cremes hier stehen, die ich halt schon austesten möchte. Und es macht halt nicht viel Sinn, wenn ich jetzt die zwei anderen aufmache und eigentlich genau weiß, dann rutscht die nach hinten. Ne? Also von dem her muss da ein bisschen aufgebraucht werden. Und da haben wir 112,86 Gramm. Nochmal zu Anfang, ich habe jetzt schon länger kein Video gemacht, glaube über ein ganzes Jahr nicht mehr. Ich wiege meine Sachen ab, weil es gibt halt immer wieder Produkte, wo man es halt nicht sieht. Früher habe ich es auf unterschiedlichem Weg gemacht. Wiegen ist am allerbesten. Und ich habe eine Feinwaage von Amazon, die kann ich euch einfach mal unten in die Infobox reinpacken. Also 12,86 Gramm. Ich merke, dass es mir momentan wirklich schwer fällt, die anderen Sachen zuzulassen, weil ich die halt eben auch für Videos testen möchte. Deswegen sollte die mal ein bisschen an Volumen verringern. Produkt Nummer 2 ist eins meiner liebsten Produkte, aber ich habe da hinten noch zwei stehen. Ich habe im Bad noch zwei offene stehen. Ich habe das hier. Du hast halt nur ein Gesicht, ne? Und zu mir, das ist mir zu schade zum Herschenken, weil ich liebe das. Aber es ist auch zu schade für das, dass es dann irgendwie nur kaputt geht. Das nütze ich auch für die Kopfhaut. Solche Sachen könnt ihr super gut für die Kopfhaut verwenden, ne? Also das mache ich jetzt zurzeit auch gerade, damit es halt einfach leer wird. Wir haben hier 90,49 Gramm. Auch dieses Produkt liebe ich, aber ich bin oftmals zu faul, meine Beine einzucremen, was ich sollte. Ich trage Kompressionsstrümpfe. Da ist halt einfach die Haut ein bisschen strapazierter. Und nach Corona sollte man allgemein am ganzen Körper die Haut auch ein bisschen mehr pflegen, weil Coronaviren tatsächlich auch die Haut angreifen. Habe ich nicht gewusst, hey, ohne Witz. Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen Probleme, ein bisschen mehr Probleme nach der Infektion. Die ist ein bisschen bei mir hinten reingerutscht und die habe ich dann auch nicht mehr so benutzt. Ist bei mir typisch, also so Cremes heben dann ja leider zu lange. Und das Problem ist halt, das ist halt ein Pott und wenn ihr da mal mit euren Fingern reingeht, kann die halt echt schon schnell kaputt gehen. Ich mag die dennoch. Aber ich nutze die halt nicht regelmäßig. Ich mag tatsächlich lieber die Isanamed Urea Body Cream. Die nehme ich regelmäßig für die Hände und so. Die hier gar nicht so. Wir haben hier 416 Gramm. Ist ein tolles Produkt. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Aber ich nutze sie halt einfach zu wenig. Da haben wir den nächsten Toner, ne? Also sowas geht halt gar nicht. Du hast nur ein Gesicht und du kannst Toner auch schichten. Vielleicht fange ich jetzt echt mal an, die Toner zu schichten. Dann werden sie ein bisschen schneller leer. Wobei ich das bei meinem Hauttyp nicht unbedingt machen muss. Aber wenn du eine trockene Haut hast, probier das mal mit Schichten. Das funktioniert besonders, wenn die Haptik von den Produkten ein bisschen anders ist. Dann könnte das ganz gut machen. Ist eigentlich ein super Produkt, aber es war absoluter Blödsinn, mir das nochmal zu kaufen, weil danach sind die ganzen Produkte rausgekommen von Balea und so und No und ich dachte mir nur, naja, egal, ich krieg den leer und wenn ich ihn auch für die Kopfhaut verwende,
habt auch den Fokus auf die Kopfhaut. Wenn ihr so eine schnell fettende Kopfhaut habt wie ich, dann ist das eine richtig gute Sache. Und ich denke, ich werde den auch da einfach mal auf die Kopfhaut packen. So, da haben wir endlich eins, was mir schwer fällt, weil es einfach scheiße ist. Da hat es nicht vernünftig, also gut, dass Müller so ein Produkt rausgebracht hat, nicht falsch verstehen. Aber die Emulgatoren da drin, die reichen halt nicht. Du kriegst das Öl nicht richtig von der Haut weg. Ich krieg's schon runter. Ich kann auch zur Not Double Cleansing machen. Aber ich merke einfach durch das jetzt, dass ich gerade einen Balm nehme und der funktioniert halt einfach 1A, merke ich halt gerade, das funktioniert gar nicht. Also macht das Produkt auch überhaupt keinen Spaß. CV gibt es bei Müller und wir haben hier 90,16 für das Reinigungsöl. Leider sind jetzt auch jetzt das eine Öl von DM, von Balea Sensitive, es hat genau das gleiche Problem. Das will ich gar nicht ausprobieren, weil ich weiß, es ärgert mich dann nur. Und das sind solche Produkte beispielsweise, lass lieber von sowas die Finger weg. Bloß weil es neu rausgekommen ist und du bei anderen eben hörst, ah, das funktioniert nicht so gut, verwend's nicht trotzdem, ne? Also da rate ich immer davon ab. Es gibt so Sachen wie Cremes, die musst du für deine Haut ausprobieren. Da kannst du nicht nach anderen gehen. Aber wenn gerade so Leute wie Shenya sagen, Emulgatoren und so, das ist leider echt nicht gut formuliert, dann kann man dem schon Glauben schenken. Und naja, ich habe meins vor ihr gehabt, dummerweise, sonst hätte ich mir das, glaube ich, nicht geholt. Und wir haben hier 90,16. Das wird mir schwer fallen, das weiß ich jetzt schon. Nächstes Produkt, auch von Müller, habe ich jetzt leider auch schon eine ganze Ecke und macht mir auch gar keinen Spaß. Wir haben hier ein Ceramid drin. Anfänglich bin ich ganz gut damit zurechtgekommen, aber da gibt es so Komfortsachen für mich in der Verpackung. Ich mag diese Art von Pipetten überhaupt nicht. Die ist mir jetzt auch schon einmal wieder aus der Hand geglitscht. Die mache ich ganz gerne aus Versehen kaputt. Ansonsten ist es ein nettes Produkt. Mit einem guten Marketing. Du kannst im Endeffekt alle Produkte, die nicht reizen, sprich keine Duftstoffe haben, ich würde jetzt zum Beispiel Retinol nicht unbedingt unter den Augen auftragen, es sei denn, du verträgst das. Muss man immer für sich auch so ein bisschen abstimmen. Es gibt halt so Produkte, ich werde euch, glaube ich, ich zeige euch gleich auch noch eins, was man ohne weiteres auch unterm Auge auftragen kann. Q10 ist ein schöner Inhaltsstoff, ja. Aber ich dachte immer, Q10 färbt ein bisschen mehr ein. Demnach ist es nicht so. Naja, wir haben hier 104,23. Die Verpackung ist recht schwer. Würde ich mir das nachkaufen? Nein, weil ich habe mir... Jetzt merke ich halt, dass mich das Produkt echt nervt und ich will es loshaben. Ich will es einfach nur loshaben. Ab Dezember kommt ja eine Schwierigkeit rein. Ich habe mir den No-Advents-Kalender gekauft. Es könnte sein, dass ich dann 24 Skincare-Produkte habe und dann sollte ich da halt wirklich auch mit denen, die ich hier habe, ein bisschen so umgehen, dass ich sie halt auch ein bisschen eher aufbrauche. Ihr braucht euch bei der Skincare nicht so einen Druck machen. Nicht den gleichen Druck, den ich mir mache, weil ich eben auch Dinge teste. Entweder schenke ich die Produkte her oder ich nütze das selber, weil sie für mich gut funktionieren. Das wollte ich nicht herschenken. Hinter dem Produkt stehe ich gar nicht. Weil das ist halt einfach fettig. Und ich mag dieses Fettige überhaupt nicht. Ich mache jetzt auch schon super lang an dem Produkt rum. Wird es mir auch nicht mehr nachkaufen. Ich vermute aber, das kommt aus dem Adventskalender raus. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Und von dem her will es halt auch leer gemacht werden. 50,42, da zwinge ich mich gerade jeden Abend, morgens will ich mir das nicht draufpacken, aber jeden Abend zwinge ich mich da jetzt gerade immer so 2-3 Tropfen einfach in die Routine einzupacken. Weil sonst, das ist mir zu fettig. Das ist mir einfach zu fettig. Und vor allem... Ich finde es halt auch schade, dass es eben so eine fettige Formulierung hat. Die Vitamin-C-Creme habe ich noch nicht getestet. Vielleicht kommt die auch aus dem Adventskalender raus. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir so ein Serum, das kann man ohne weiteres auch unterm Auge auftragen. Ne? Also, das ist super schön leicht.
ohne Duftstoffe, das reizt nicht, man hat keine Farbstoffe, kein Parfüm. Also richtig gut formuliert und das habe ich jetzt auch schon dreimal gekauft, aber lustigerweise durch die vielen Produkte, die ich gerade nebenher so verwende, hat es gerade einfach keinen Platz in meiner Routine und diesen Platz muss ich dem halt einfach jetzt mal freiräumen. Wir haben 107,27. Es ist noch ziemlich voll. Na, also hebt solche Sachen auch nicht ewig auf, weil das hebt euch halt nicht ewig. Also ganz schlimm ist es bei mir immer bei teuren Produkten. Dann denke ich immer, ich werde euch jetzt gleich auch noch zwei Proben zeigen, die ich einfach nicht angefasst habe oder fast nicht. Ich mir immer denke, das ist teuer, das muss ich aufheben, das ist absolut blöde Denke, weil Skincare geht kaputt, macht das nicht. Also, wir haben hier die 107,27. So, Probe Nummer 1. Das ist von Bayer und Söhne dieses Öl mit Sonnenlicht, mit Lichtschutzfaktor. Ich weiß nicht, warum ich mir Öl gekauft habe, Leute. Ich habe doch fettige Haut. Das bringt doch überhaupt nichts. Aber durch das, dass es mit Squalan ist, hat es bei mir, glaube ich, so gezogen, dass ich mir gedacht habe, also da schwimmt auch schon was rum, oder? Nee, habe ich was gemeint. Aber da setzt sich schon so ein bisschen was ab. Das ist natürlich nicht so toll. Deswegen, das will benutzt werden. Ich will unbedingt nochmal bei Bayer und Söhne bestellen, weil ich finde die Produkte einfach irrsinnig gut. Ja, wir haben hier 10,68. Viel fehlt nicht. Ich habe wirklich gar nicht viel rausgepackt. Manchmal mache ich mir morgens ein bisschen was aufs Gesicht. Aber naja, wie gesagt, viel ist es noch nicht. Das letzte Produkt ist auch von Bayer und Söhne. Das ist das Squalan. Und das sollte mir eigentlich einfacher fallen. Das könnte ich mir zur Not echt auch mal zur Pflege in die Haare packen. Das werde ich jetzt, glaube ich, nachher auch machen. Weil ich mir nachher gleich die Haare waschen muss. Weil auftragen tue ich mir Öle gerade irgendwie nicht so gern. Und es ist schade, wenn ich, weil erstens habe ich die gekauft und zweitens, also die Proben, das sind zwar Proben, aber die kauft man bei Bayer und Söhne und das nicht mal für wenig Geld. Und ja, ich habe es mir gekauft, also sollte ich es auch aufbrauchen. Und Squalan ist eine tolle Sache. Also man kann sich's in die Haare packen, das Öl fettet nicht so stark nach. Ich habe mal von oh, wie heißt die Marke nochmal? Face Theory habe ich mal ein Squalan gehabt und habe dazu ein Video gemacht. Müsst ihr mal auf meinem Kanal gucken. Ja, Bayer und Söhne ist eine tolle Marke. Diesen Cleanser von Bayer und Söhne, den werde ich mir nochmal holen. Das werde ich mir nochmal gönnen, das wisst ihr aber. Und hast du auch einen kleinen DM zu Hause stehen und würdest dir wünschen, ein paar Produkte einfach davon aufzubrauchen und nicht nur die ganze Zeit zu kaufen? Mach mit, such dir 5 Produkte aus und brauch die mit mir auf. Wir können uns ja in den Kommentaren austauschen oder auch auf Discord. Den Link findest du unten in der Infobox. Ich sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.